So Leute, weiter geht's mit Gebrüll und mit Metro Exodus. Ich starte mal ein neues Spiel. Keine Ahnung, wieso mir jetzt immer 60 Frames gibt. Mal schnell gucken hier, das gibt's doch gar nicht. Was soll denn der Scheiß? Ist doch auf 30 eingestellt. Das Ding macht, was es will, ja. Na egal. Ich nehme mal hier den. Schreib das mal. Aber ich erinnere mich noch an das Leben vor dem Krieg. Ich erinnere mich, dass wir anders waren und dort oben lebten, an der Oberfläche. Wir waren die Herrscher der gesamten Welt. Wir hatten gigantische Städte aus Glas und Stahl gebaut, nach Belieben die Meere überquert und auch den Himmel erobert. Wir waren einmal 7 Milliarden. Wir sind nicht für das Leben in den Tunneln geboren. Ich wurde geboren, um frische Luft zu atmen. Daran kann ich mich erinnern. Die 7 Milliarden wurden im letzten Krieg ausgelöscht. Nur 50.000 schafften es, im Untergrund zu überleben. Die Oberfläche ist vergiftet, verbrannt und wimmelt vor schrecklichen Monstern. Eines Tages wird die Strahlung an der Oberfläche vielleicht nachlassen und unsere Enkelkinder oder deren Enkelkinder können vielleicht dorthin zurückkehren. Zumindest glauben meine Brüder des Ordens das. Im Grunde bestand für uns von Anfang an keine Hoffnung. Trotzdem sind wir Menschen einfach zu schlecht im Aufgeben. Wir versuchten, das Beste daraus zu machen. Wir verbündeten uns und arbeiteten daran, die Metro zu unserem neuen Zuhause zu machen. Immerhin ist das hier möglicherweise der einzige Ort auf der Erde, an dem noch Menschen leben können. Eine Zeit lang hatten wir gedacht, wir könnten es schaffen. Doch leider hat der Krieg nicht auch unsere schlechten Gewohnheiten getötet. Es war nur ein flacher Abhang, aber wir glitten einfach hinunter. In der relativen Sicherheit der Tunnel gärte die Korruption. Und als die Gefahr von oben kam, stellten sich nur wenige von uns gegen sie. Und es wurden täglich weniger. Aber ich erinnere mich, dass wir für ein besseres Leben geboren wurden. Und ich kann nicht hinnehmen, dass ich im Untergrund alt werden und sterben soll. Es ist mir egal, wenn Sie mich als Idioten beschimpfen. Aber wenn auch nur der kleinste Splitter dieser alten Welt noch da draußen existiert, muss ich ihn finden. Wenn endlose Jahre hoffnungsloser Existenz und ein einzelner Moment der Hoffnung zur Auswahl stehen, muss ich mich für die Hoffnung entscheiden. Ich muss dieses Signal finden. Das ist schon eine beeindruckende Grafik, gell? Also da gibt es gar nichts, wenn man sich das anguckt. Ich habe das jetzt schon gefühlte 10 Mal oder noch öfter.
gestartet hier. Mit allen möglichen Programmen und Tricks und Kniffs und was der Geier was, um es zum Laufen zu bringen. War immer irgendwas, entweder hat es geruckelt wie blöde oder der Ton war versetzt. Also nicht einfach nur verschoben, sondern ganz am Anfang war es noch okay und mit, umso länger das Video lief, umso höher wurde die Differenz. Nach 30 Minuten waren es nachher 4 Sekunden Unterschied. Also auch nicht leicht zu kompensieren. Wenn es einfach nur verschoben gewesen wäre, wäre es kein Problem gewesen. Aber nee, von Anfang an wurde das immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr, der Versatz. Wenn schon gleich von Anfang an 4 Sekunden gefehlt hätten, dann wäre es kein Problem gewesen. Da hätte ich einfach die Soundspur verschoben in die richtige Richtung. Aber wenn du es nach hinten verschoben hast, die 4 Sekunden hat es ja vorne nicht mehr gestimmt. Hat es zwar hinten gestimmt, dann, aber vorne hat es nicht mehr gestimmt. Also ganz eklig. So, jetzt sind wir in den Tunneln, tutorialmäßig. Ich habe 2 Bücher habe ich in der Zwischenzeit gefunden und habe sie aufgehoben. Die finden wir also jetzt nicht nochmal. So. Ich weiß auch, dass hier jetzt erst einmal nichts ist. Auch diesmal sagt er mir F-Taschenlampe. Na geil. Guck an. Hier ist nichts mehr. Nur Leute, die nicht mit mir reden wollen. Wir haben bloß 2 Schuss Munition. Mehr ist nicht. Kriegen da aber über kurz oder lang noch ein bisschen was dazu. So, hier hinten war auch nichts weiter. Ich zeige euch, zumindest wo ich das eine Buch gefunden habe, das kann ich euch zeigen dann. Beim zweiten weiß ich nicht mehr, wo das war. Ja, hier ist leider nichts. Außer Spinnen, aber hier ist jetzt was. Hier kriegen wir jetzt erstmal ein bisschen Ammo. Nicht viele, aber der Mensch freut sich. So, wie lange jetzt? Ey, lade mal das Ding voll. So, 17 Schuss haben wir. So, hier war außer der Munition nichts weiter. Ja, wie gesagt, anfangs habe ich versucht mit die Story aufzunehmen, hat nicht geklappt. Jetzt habe ich Fraps. Hier krabbelt die Spinne über den Arm. Geil. So. Da drüben rammelt Hund, habt ihr es gerade gesehen? So. Hier hinten war ich auch, da ist auch nichts weiter. Rammel ich jetzt auch nicht noch mal runter. Macht keinen Sinn. So, hier kriege ich mir jetzt gleich irgendwo einen ersten Ärger. Ist noch weiter hinten. Auch hier liegt doch drin, ne? Hier war auch nichts. Hm.
Gut, der hat ein bisschen Munition hier. Drüben ist auch noch so ein Kollege mit Munition. Du willst es natürlich wissen, ne? Drecksvieh. So. Und zwar habe ich das erste Buch hier gefunden. Ach, guck mal, es ist wieder da. Na gut, ist ja schön. Vorhin war es nicht da. So. Hammer. 13, 11, 24 Schuss. Ich will mal noch Zigarette ziehen, wo geht die Zigarette sonst aus? Ja, hör auf mit deinem Gebimmel, Mann. So, jetzt kommen die nächsten zwei. Die es wissen wollen. So. Ihr könnt euch ein bisschen Munition verschwenden, ist kein Problem. Ihr könnt hier nochmal her aufladen. So, hier war denn auch nichts weiter. Habe ich auch alles abgesucht. So, ich weiß, hier ist ja nicht da groß aufzuhalten. Naja, knurr noch ein bisschen. So. Hier kam jetzt irgendwas. Hier war jetzt auch. Ist egal. Die kommen so oder so. So, da kann man auch nicht viel machen. Da kann ich ja gar nichts machen. Schon hat sie um. Bleib bei uns. So schlimm haben sie ihn doch gar nicht. Sie kommen zurück. Achtung, Leute. Oh, sieh nur, der Held. Warum ist das Licht aus? In der Station ist es jetzt Nacht. Aber keine Sorge. Alles klar. Ich habe aufmachen. Den Ärzten gesagt, dass sie ihn erwarten. Los! Sollen. Wieder so einen irren Ausflug nach oben gemacht. Armer Junge, er hat bei B6 wohl eine Explosion zu viel abbekommen. Wohin denn jetzt? Nach links, über den Platz. Hey Damir, meinst du, der Oberst weiß, was Artyom da oben vorhatte? Woher soll ich das wissen? Frag ihn doch selbst. Er hat sich vom Ring aus per Funk gemeldet und gesagt, er sei morgen hier. Hey du, lass ihn in Ruhe. Soll er doch lernen, selbst klarzukommen. Wie soll er sonst in der Metro überleben? Aufwachen, Leute! Halte durch, Artyom. Du bekommst jetzt eine frische Dosis Spartanerblut. Artyom, bist du wach? Alles gut. Der Arzt sagt, du erholst dich wieder. Soll ich vor lauter Sorge umkommen? Was, wenn du nächstes Mal nicht von der Oberfläche zurückkehrst?
Da draußen ist niemand, Atjom. Niemand, den wir finden können. Niemand, mit dem wir reden können. Gäbe es da Menschen, dann wären sie doch längst hier, meinst du nicht? Wieder und wieder haben wir darüber gesprochen. Du musst akzeptieren, dass es nur noch uns gibt. Herr Oberst! Hallo, Alex. Da bist du ja, du Sturmbock. Wie oft müssen wir dieses Gespräch noch führen? Wenn du dich wegen deiner albernen Träume selbst umbringst, soll mir das egal sein. Aber siehst du nicht, was du meiner Tochter antust? Deiner Frau? Papa, bitte! Nach dem Kampf um D6 hat der Orden kaum noch Männer. Und du gehst einfach. Die Leute brauchen dich und du verfolgst egoistisch deine fixe Idee. Aber jetzt hat dieser Scheiß ein Ende. Es gibt nur die Metro und sonst nichts. Und der Orden hat sie zu verteidigen. Wenn nicht wir, wer dann? Du scheinst fit zu sein. Also mach dich bereit. Dann besprechen wir deinen Transfer zur Polis. Komm, wir müssen reden. Ich hole den Arzt. Atjom, bitte versprich mir, dass dies das letzte Mal war, ja? Wir sehen uns später. Artyom, wir haben dich gerade noch retten können, aber die Leute geben dir ihr Blut, mit dem so viele Verwundete gerettet werden könnten. Und du bringst es verstrahlt wieder zurück. Meinst du nicht, das ist unfair? Lass es mich mal so sagen. Beim nächsten Mal kann ich für nichts garantieren. So. Wenn die quatschen, halte ich mal die Kusche. Das sind Sie ganz sicher. Ich kann mich kaum erinnern, wann ich zuletzt so gesunde und fitte Leute gesehen habe. Ich auch nicht. Eine Schande, dass Sie so viel Zeit an der Oberfläche verbringen. Artyom, pass etwas besser auf dich auf, ja? Selbst wenn du da draußen Menschen findest, haben sie vielleicht ihre eigenen Probleme. Was würde es also bringen, sie zu kontaktieren? Abgesehen davon haben wir kurz nach dem Einschlag der Bombe doch ziemlich regelmäßig Signale empfangen. Inzwischen aber schon lange nicht mehr. Meinst du nicht, das ist ein Hinweis? Hm? Naja, es ist dein Leben. Artyom, ich kann ja verstehen, wie du dich fühlst, aber du kannst die Metro nicht immer im Alleingang retten. Warum suchst du alleine nach einer Lösung? Deine Freunde vom Orden kamen dir wieder zur Hilfe. Der Oberst scheint dich wieder in der Einheit haben zu wollen. Warum vergeudest du deine Zeit in unserer Zuchtstation oder da draußen mit der Suche nach Gespenstern? Wenn Sparta mich haben wollte, wäre ich sofort dabei. Naja, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück, Artyom. Ich auch nicht. Eine Schande, dass sie so viel Zeit an der Oberfläche verbringen. Onkel Atjom, keine Sorge, ich glaube dir. Nimmst du mich denn mit, wenn du draußen einen sauberen Ort findest? Und warum nicht? Atjom, hör auf, ihm Flausen in den Kopf zu setzen. Ich will nicht, dass er so verrückt wird wie du. Seit du ihm diese dummen Geschichten erzählt hast, kann er kaum noch schlafen. In 10 Jahren. Was hat er denn davon? Bitte, lass meinen Sohn in Ruhe. Zu vernähen. Deshalb können wir es uns nicht erlauben, unsere besten Kämpfer unnötige Risiken eingehen zu lassen. Was sollen wir tun, wenn alle Spartaner verstrahlt wie Artyom wieder nach unten kommen und die Faschisten irgendwas versuchen? Genau deshalb gehen die ja nach oben. Sie wissen, dass wir nicht alles lösen können, wenn wir uns hier verkriechen. Die Vorräte gehen zur Neige. Wir sind weniger und die Mutanten mehr geworden. Und die werden tagtäglich immer größer, stärker und schlauer. Über kurz oder lang machen die uns platt. Klar, wir können sonst nirgends hin. Aber vielleicht gibt es da oben etwas, das uns hilft. Ich weiß nicht, was so wertvoll sein soll, dass sie ihn neben derart aufs Spiel setzen.
Aber wer weiß, vielleicht haben sie in D6 irgendeine Geheimkarte gefunden, die zu einem Lager führt. Zu irgendwas, das uns rettet. Keine Ahnung. Ich bezweifle, dass es da draußen eine magische Rettung gibt. Was hätte über all die Jahre an der Oberfläche überleben sollen? Die einzige wirkliche Lösung wäre die totale Evakuierung. Aber wohin sollten wir gehen? Was schlägst du also vor? Ich würde sagen, wir bringen uns einfach selbst um. Ich habe wirklich keine Ahnung. Die wird wohl niemand haben, aber hey, wenigstens versuchen sie es. In Rattenbetrieb, ja, nur Kompressor. Wenn ich ziehe, dann. Geil. Und somit entscheidet niemand für mich, was Artyom betrifft. Es reicht, Artyom. Artyom, das. Wie eine Flasche mit Sprung hätten die Jungs es nicht rechtzeitig geschafft. Wärst du jetzt eine Witwe? Hör auf! Nein, du hörst auf. In der Polis war es eine gemütliche Wohnung. Weit entfernt von dieser Bruchbude, in der ihr vorgeht. Was meinst du damit? Wir geben es vor. Genau das. Und es wird Zeit, dass du aufhörst, nur an dich zu denken. Du weißt, wie wenig Veteranen wir haben. Mit deiner Erfahrung solltest du besser die Rekruten ausbilden, denn so könntest du viele Leben retten. Ich bin es so leid, dir das ständig erklären zu müssen. Anna, das ist Wahnsinn! Nein, das weiß ich. So viel Zeit an der Oberfläche zu verbringen, ist Selbstmord. Ja. Und ich will meinen Mann nicht an die Strahlung verlieren. Ich hasse ihn dafür, dass er sich tagtäglich da draußen ein Stück weit umbringt. Aber was, wenn du auch nur für eine Sekunde in Betracht ziehst, dass Artyom recht hat? Was, wenn er dieses Signal gehört hat? Könntest du ihm jemals vergeben, wenn wir die Chance laufen lassen? Die Chance auf ein echtes Leben und darauf, unsere Kinder im Freien großziehen zu können? Mit der Sonne im Gesicht? Echte Sonne, Papa. Ich weiß, dass ich es nicht will. Lass uns noch einmal mit Artyom darüber sprechen. Ich muss allerdings sagen, dass selbst wenn er ein Signal gehört hat, das nicht unbedingt etwas Gutes bedeuten muss. Wir reden später darüber, aber nicht so öffentlich. Abgemacht. So, ist mit der Diskussion fertig? Oh, ich traue meinen Augen nicht. Artyom! Es geht dir gut. Du hast uns ganz schön Angst eingejagt, Junge. Wie geht es dir, mein Freund? Offenbar gut. Entschuldigung, das schreit nach einer Zweifel. Artyom, noch ein paar Narben mehr und du wirst für Frauen unwiderstehlich. Und da wir gerade davon sprechen, Aljoscha, wie waren die ganz der Alte? Und so? Leute, könnt ihr aufhören, ihn zu belagern? Wir kommen runter. Privet, Artyom. Also, wegtreten! Ich gebe euch 2 Stunden, Leute. Ja! Yeah. Oh, also ganz offiziell. Ich wusste es. Ja. Also habe ich etwas mitgebracht. Bitte lass uns das letzte Mal nicht wiederholen. Halte durch, Artyom. One week later. Wieder nichts. Artyom, das Einzige, was ich höre, ist das Ticken des Geigerzählers. Ach ja, und dann sind da noch diese verdammten Dinger, die ständig vor sich hin krächzen. Lass uns nach Hause gehen, mein Schatz, bitte. Meinst du nicht, ich würde es auch vorziehen, an einem Strand oder in einem grünen Wald zu leben? Aber was bringen solche Fantasien in einer so stillen Welt? Sie ist still, Artyom, weil sie tot ist. Die Zeit ist rum. Wir müssen die Filter wechseln. Bewegung! Wir brauchen keine zusätzliche Strahlung, Schatz. Ja, ist immer noch Tutorial hier. Fahr
Vater wird mich umbringen, wenn er herausfindet, dass ich mit dir hochgegangen bin. Sogar doppelt, wenn er erfährt, dass wir in einer Verbotszone der Hanse waren. Bist du schon hier in oben war ich auch drinne. Gewesen? Ach so. Störung? Und Moskau hatte die beste Luftverteidigung im ganzen Land. Wenn Moskau jetzt so aussieht, wie mag dann der Rest der Welt aussehen? Das zweite Buch hätten wir in Dings gefunden, hier in der Station. Ich muss da einen Dämonen davon jagen. Es wurde schon zu gemütlich hier. Hör mal, vielleicht solltest du zum Orden zurückkehren. Wir könnten zur Polis ziehen. Papa hat gesagt, er würde eine Wohnung für uns organisieren. Denn wenn nicht wir, wer dann? Eine Wohnung mit Küche und Dusche.